Wo sind wir? Okay, ihr könnt die behalten. Hey, das sind doch Wunder aus Eltern. Ja, scheiß drauf. Das ist eine Nachricht an Kuhn and Friends. Fuck, verdammt. Sieht aus, als hätte ich was, das der Neue will. Trifft sich gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn. Ich hätte dir einen Handel anzubieten. Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Ja! Ja! Der schlägt mich! Hast du das gesehen? Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Okay. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Und beeil dich, sonst gibt's noch mehr hiervon. Ja, dann bleib ich drin. Wo sind sie, Fettarsch? Wo ist wer, Humankind? Wunderarschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter! Du hast Wunderarschs Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Pearls ankotzt! Was? Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sagt's ihm, Leute! Du hast 5 Sekunden, Cartman! Ich bin auf deiner Seite, Wunderarsch! Du glaubst mir doch, oder? Nein. Ich beweise meine Unschuld, Wichser! Los, schnappen wir uns den Fettarsch! Okay, okay. Wie kommt Timmy eigentlich hier die Treppe hoch? Hey. Kapier ich nicht. Was hat er gesagt? Ja. Was? Achso, ich kann das ja ersetzen inzwischen. Mit viel krasseren Attacken. Ich habe wirklich alles frei. Aber das heilt. Heilen brauche ich nicht unbedingt. Ich will hier ordentlich Schaden machen. Ja, Mann, das ist ziemlich gut. Ja. 210 Schaden, das kann man auf jeden Fall mal machen. Das hier möchte ich auf jeden Fall ersetzen. Das ist nämlich gar nicht so gut. 840. Wow. Wow. Macht das... Das macht Damage, oder? Gut, das könnten wir dann, denke ich, lassen. Das ist okay. Was haben wir denn an Artefakten? Ist da vielleicht etwas Gutes dabei? Ja, hier eins mit 89. Ja, das ist nicht unbedingt besser. Das ändert sich auch... Nö. Da ändert sich ja nichts. Den Charakterbogen müssen wir mal kurz durchschauen. Da hat sich halt einfach ein bisschen was geändert. Einfach nur, damit hier nichts mehr aufblinkt. Ja. Und... 3 von 4 Beschwörungen. Es gibt also danach nur noch eine. Das ist natürlich interessant zu wissen. Hier haben wir ein Handy. Wir müssen es natürlich jederzeit wieder selber herstellen. Das war ja eigentlich klar. Nein. Nein. Mm-mm. Ganz bestimmt nicht. Atomkreuzer, ganz ehrlich, brauche ich auch nicht. Dann haben wir das. Und los geht's. Dann wollen wir mal schauen, wo der Kuhn ist. Dabei sind das sind doch 2 verschiedene Personen. Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Ach, komm schon. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-tack, tick-tack. Ja. Wo genau war das nochmal? Ich sehe es gerade nicht. Freeman's Tacos, nein.
Das war doch auch eigentlich irgendwo hier hinten, oder? Bin ich jetzt... Wohl, sag mal. Wir waren doch da schon so oft drin. Ich sehe es gerade nicht mehr. Nein. Ich kann's. Ach, klar, hier. Wir sind natürlich in die falsche Richtung gelaufen. Macht nichts. Da kommen wir trotzdem noch hin. Aber was hat die Kaffeesucht der anderen damit zu tun? Ach, komm schon. Haben wir das echt noch nicht gemacht? Ohohohohohoho. Komm, steck mir deinen Schlauch in den Hintern. Toolshed hat, was du brauchst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das brauche. Aber, ja gut, okay. Geschafft! Und tschüss. Wer bietet dem Chaos die Stirn? Niemand! Ich, aber eigentlich... Wenn du da ankommst, euer Anführer ist auf meiner Seite. Sprich ihn an. Ich werde bestimmt Lakai des Monats. Ich hab's nicht verstanden. Die Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Mit wem sollte ich sprechen? Ja, wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Oh, ich bin unsichtbar. Geil. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat. Mikroaggression. Schlag ihn. Aufs Maul. Uff. Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf. Ihr könnt mich nicht sehen. Okay. Das macht jetzt gar nicht so viel Schaden eigentlich. Aber Hauptsache ich treffe. Mensch, halt die Schnauze da hinten. Echt, das ist total unhöflich. Da jedes Mal rein zu quatschen. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Halt's Maul. Lust auf eine Runde, Chaos? Der macht... Recht bewahren, unschuldige Schützen. Ja, geh da mal lieber weg. Könnte hilfreich sein. So, ihr kriegt jetzt hier erstmal auf die Schnauze. Pam. Das ist der langweiligste Superheldenkampf ever. So, ihr zwei fliegt sowieso gleich in die Luft. Du bist nichts gegen den Meister. Wow. Diese Kommentare im Hintergrund. Kann er nicht einfach die Klappe halten? Ich glaube, ich bin bereit. Ich leg dich auf Eis. Okay, und los. Ja, Mann. Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Die sind echt. Entropie! Kann mal jemand das Blut aufwischen? Nein. Hier kommt dein Tod. Ja, hier kommt dein Tod. Das hat gesessen. Jo. Pandemonium! Ich mische jetzt auf. Spast. Was für ein Spast. Ja, dann heile ich mich halt mal. Aktiviere den Schnelltausch. Achso, das tauscht. Okay, ich dachte, das heilt. Ja, gut. Ganz ehrlich. Ist jetzt nicht mehr so krass schwierig, ne? Also, ich meine, wir haben nur noch einen Gegner. Und wir sind zu viert. Schluss jetzt! Sonst hole ich den echten furzenden Selbstjustizler. Der ist doch schon da. Was redest du? Oh Mann, bin ich dran? Ein Sturm zieht auf!
Total unecht. Man hat die Drähte gesehen. Unordnung obsiegt. Was für Drähte? Es gibt keine Drähte. So, sind alle tot. Ja, Leute, was geht ab? Einfach mal zuschlagen. Und warum greift uns die Chaos Crew immer noch an, obwohl Captain Chaos bei uns im Team ist? Oh, Stufenaufstieg. Geil. Wir haben keine neue. Wir können also keine weiteren Artefakte nutzen. So, ich schaue nochmal ganz kurz. Wir müssen am Kino vorbei. Okay. Riecht das? Sind Superhelden nicht schon wieder out? Superhelden werden niemals out sein. Geh mir aus dem Weg, verdammt. Ich sollte dich über... Pass auf, Hosenschein. Out, Arschloch. Wie redest du? Willkommen im Café Tweak. Warte mal jetzt. Kann ich erstmal mit seiner Mom quatschen? Beziehungsweise... Oh, eigentlich sollte sie mir jetzt folgen. Wuhu! Denn wir haben Tweak sehr glücklich gemacht. Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Jo. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist für dich. Danke. So ist brav, Neuer. Aber jetzt mache ich es dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Och nein. Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Ich habe eine Vermutung. Tod in vielen Facetten. Was? Boing, ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Oh, glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht. Ich hoffe, du hast auch einen Plan C. Und jetzt, du musst dich stellen, allen gleichzeitig. Gruppenführer! Sechstklässler! Raisinskulls! Sie klauen uns unsere Jobs! Was? Krebsmenschen! Haha, Selbstjustizler! Alle sauer auf dich! Du bereit machen für Sterben! Das ist total unfair! Du kommst also Sechstklässler? Echt uncool! Okay, Ninja, du zusehen! Wir müssen als erstes den Ninja loswerden, der ist nämlich echt scheiße. Und außerdem macht er auch extrem viel Schaden. Wunderarsch, reiß normale Ärsche auf! Spielen wir von den Homo! Was? So viel Druck! Was? Blitzzeit! So, da bekommt ihr zumindest erstmal eine Zeit lang ein bisschen Schaden. Ja. Stopp. Auf lange Sicht sollten sie keine Chance. Och nein. Ach toll. Oh mein Gott, damit bin ich so fertig. Sieht aus wie Krebs. Hilf den Menschen. Du vielleicht Shitty Ninjas zeigen, wie das geht. Was? Nein. Was läuft falsch bei euch? Keine Gnade. Nein, niemals. Nicht mit euch. Finger weg von meinem Süßi. Was? Der Sechstklässler oder was? Super Tornado. Ach, was soll das denn, Token? Gut, den Kinder töten und nicht in Koreanisch. Darauf kannst du Gift nehmen. Au! Ihr seid alle so interessant. Anders als die Loser, die wir sonst immer vermöbeln. Nein, so Wonder Tweak. Sehr netter Kunde.
Das hätte nicht passieren sollen. Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke haut. Yeehaw! Mach das nicht, das ist doch eklig. Das war gar nicht schlecht. Kannst du laut sagen? Ja. Ja. Ihr seid bald tot. Keine Sorge. Oh, ich mochte sein Outfit. Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Ja? Schön für dich. Also, für einen Krebsmenschen bist du ganz in Ordnung. Danke, Menschenschweißling! Mach das hier. Ja, Mann. Da lohnt es sich wirklich, Mysterium zu opfern. Ist ja nicht schlimm, er kommt doch sowieso zurück. Von daher. Zeit für die Chopper-Party! Könnt euch. Neutralisiere! Mir wird ein bisschen schwindelig. Token, hör auf damit. Aber es ist nur noch der Krebsmensch. Den sollte ich doch wohl hinbekommen. Auch wenn es sehr knapp werden könnte. Lass uns in Ruhe! Ein Glück bin ich unsichtbar. Ich muss bloß den Rest überleben. Tja, das hast du davon. Weil du dich irgendwie gegen uns gewendet hast. Du Penner. Angriffsmanöver eingeleitet! Und los. Das war's. Nimm das! Als ob das für uns eine Herausforderung gewesen wäre. Ja. So, ich würde fast vermuten, dass es das Abtreibungsding ist, dass wir dorthin sollen. Der Tod in vielen Facetten wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Sonst Jimbos Guns vielleicht wäre auch noch möglich. Sonst kann es eigentlich nicht sein. Ich würde erst bei Unplanned Parenthood schauen und danach, wenn es da nicht ist, würde ich zur Not noch zu Jimbos Guns gehen. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Arschlord, ich bin's. Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Ja. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Wer sagt, dass ich an dich glaub? Es ist deine Hand. Beeil dich bitte mal. Hier geht es nämlich ums Geschäft. Oh, fuck, du bist gut. Jetzt wird's chaotisch. Immer diese Chaos-Typen. Was soll denn das? Zeig keine Schwäche. Sowieso nicht. Du bist jetzt ein Sklave des Chaos. Mikroaggression. Nein. Außerdem red nicht immer so blöd. Ein Sturm zieht auf. Ja, ein Sturm zieht auf. Donnerlittchen. Ach, was ein guter Wortwitz. Ich hab es blitzen lassen. Tweak, du bist... Ah, du bist einfach Chaos so krass. Chaos ist unausweichlich. Entfessel das Chaos. Du siehst nicht gut aus. Yes. Ja. Und verletzt ist er auch noch. Geil. Zeit für Verwüstung. Eigentlich wäre er gar nicht tot gewesen, aber er hat es trotzdem nicht überlebt. Ist auch gut. Du hast uns Lakaien unterschätzt. Führe ja. Gefechtsprotokolle aus. Achso, das tauscht wieder bloß. Ups. Ganz ehrlich, Paul nicht. Völlig unnötig. Puh.
Und unsichtbar sein ist schon ziemlich geil. Ich folge dem Ruf des Chaos. Zum Glück hat er den Helm auf, das hätte ins Auge gehen können. Die leiden auch noch besonders gut mit ihrer Alufolie. Knie nieder vor Chaos! Hier kommt Mysterio! So, der nächste tot. Feind am Boden! Easy. Ah, sogar zwei tot. Super Mac, Upgrade bereit! Okay, ich probier's aus. Transformers und so. Okay. Das. Achso, ich darf dann mit dem also öfter angreifen, das ist schön. Reicht es, ihn zu töten? Ist auch eine ziemlich geile Spezialfähigkeit. Damit könnte ich mehrere Leute an sich gleichzeitig umbringen. Das ist so ein Hobby von mir. Mehrere Leute gleichzeitig töten. Unsere Überlebenschance beträgt 90. Tolles Teamwork, Super Pearls! Ja, Mann. Freedom Pearls, hier spricht Super Craig. Auch wenn Kenny mal wieder gestorben ist. Und auch keine Spur von Cartman Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da!